Hallihallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses doppelte Sternenarmband bastelt. Und zwar braucht ihr dazu zwei Rainbow Looms. Und zwar habe ich links mit den zwei kurzen Steckeinsätzen zwei Reihen hinzugefügt. Als erstes spanne ich die Gummis für die Umrandung des Armbands. Dazu spanne ich den ersten Gummi über die ersten beiden Stifte. Und die nächsten Gummis kommen dann der Reihe nach auf die erste Reihe bis zum vorletzten Stift. Und vom vorletzten Stift aus gehen wir dann wieder zur Mitte hin. Das Ganze könnt ihr nun ein bisschen runterdrücken und Platz machen für die nächsten Gummis. Als nächstes gehe ich wieder von diesem Stift, diesmal zur mittleren Reihe. Und bespanne dann komplett die mittlere Reihe bis zum vorletzten Stift. Und vom vorletzten Stift gehe ich wieder zur Mitte hin und drücke das Ganze ein bisschen runter. Nun spanne ich den nächsten Gummi von der mittleren Reihe zum nächsten Stift und dann von diesem Stift aus zur letzten Reihe. Auch die letzte Reihe bespanne ich nun wieder bis zum vorletzten Stift. Und stülpe dann noch zwei Gummis zur Mitte hin. Als nächstes bespanne ich den ersten Stern. Dafür nehme ich an der vorletzten Reihe den zweiten Stift und von diesem aus spanne ich den ersten Gummi auf 4 Uhr und den nächsten auf 2 Uhr und dann komplett außenrum gegen den Uhrzeigersinn. Den letzten Gummi stülpe ich auf 6 Uhr. Nun nehme ich einen schwarzen Gummi doppelt und stülpe ihn über den mittleren Stift des Sterns. Das gleiche wiederhole ich nun auf der linken Seite. Und zwar einmal auf 4 Uhr. Dann auf 2 Uhr, auf 12 Uhr, dann komplett außenrum bis auf 6 Uhr. Auch hier nehme ich wieder einen schwarzen Gummi doppelt und stülpe ihn über den mittleren Stift des Sterns. Nun bespanne ich den dritten Stern und zwar nehme ich hier in der vorletzten Reihe den vierten Stift und gehe auf 4 Uhr, auf 2 Uhr und wieder komplett außenrum gegen den Uhrzeigersinn bis auf 6 Uhr. Und auch hier kommt wieder ein doppelt gestülpter schwarzer Gummi über den mittleren Stift des Sterns. Auch auf der linken Seite wiederhole ich wieder das Ganze und gehe von der Mitte aus auf 4 Uhr
und entgegen den Uhrzeigersinn bis auf 6 Uhr. Und stülpe wieder einen Gummi doppelt über den mittleren Stift des Sterns. Weiter geht es dann mit Stern 5. Da gehe ich jetzt auf den 6. Stift von der vorletzten Reihe und wiederhole das Ganze. Und stülpe auch hier dann zum Schluss wieder einen Gummi doppelt auf den mittleren Stift des Sterns. Das Ganze wiederhole ich nun auch wieder auf der linken Seite und danach folgen nochmal 6 weitere Sterne. Auch beim letzten Stern kommt ein doppelt gestülpter Gummi über den mittleren Stift. Und 2 weitere doppelt gestülpte Gummis kommen je auf den letzten Stift der 2. und 4. Reihe. Jetzt drehe ich mein Reihenvolumen um und knüpfe das Ganze. Und zwar greife ich dazu durch den doppelt gestülpten Gummi und hole mir diesen hellblauen Gummi auf 6 Uhr raus und stülpe ihn auf den mittleren Stift des Sterns. Als nächstes brauche ich den höchstgelegenen Gummi dieses Sterns, das wäre der auf 12 Uhr. Und zwar greife ich jetzt durch den doppelt gestülpten Gummi über dem mittleren Stift des Sterns und hole mir diesen hellblauen Gummi nach oben und stülpe ihn über den nächsten Stift. Als nächstes wäre dann der Gummi auf 2 Uhr an der Reihe. Da greife ich auch wieder durch den doppelt gestülpten Gummi, ziehe den Gummi nach oben und stülpe ihn auf 2 Uhr. Dann ist der auf 4 Uhr an der Reihe. Den hole ich mir auch raus und stülpe ihn auf 4 Uhr. Den Gummi auf 6 Uhr, den überspringen wir jetzt, weil den haben wir ganz am Anfang schon geknüpft. Da gehen wir jetzt auch wieder durch den doppelt gestülpten Gummi und holen uns den auf 8 Uhr. Und dann den auf 10 Uhr. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann machen wir mit dem linken Stern weiter. Dazu greifen wir auch wieder durch den doppelt gestülpten Gummi und holen uns den Gummi auf 6 Uhr.
und stülpen ihn über den Stift, über den mittleren Stift des Sterns. Als nächstes ist der Gummi auf 12 Uhr dran. Dazu greifen wir auch wieder durch den doppelt gestülpten Gummi auf den mittleren Stift des Sterns, holen uns den Gummi raus und stülpen ihn auf 12 Uhr. Das gleiche machen wir bei 2 Uhr, holen ihn raus und stülpen ihn auf 2 Uhr. Und wieder der Reihe nach. Dann geht es natürlich wieder weiter mit dem auf 8 Uhr. Und dann ist der auf 10 Uhr an der Reihe. Nun mache ich weiter mit dem nächsten Stern auf der rechten Seite. Dazu lange ich durch den obersten Gummi des ersten Sterns und hole mir den Gummi auf 6 Uhr. Stülpe ihn auf die Mitte. Dann mache ich weiter auf 12 Uhr, hole mir den Gummi von 12 Uhr und stülpe ihn über seinen Stift. Dann geht es weiter mit 2 Uhr. Und 4 Uhr. Dann auch hier 8 Uhr und zum Schluss 10 Uhr. Nun wiederhole ich das Ganze auf der linken Seite, stülpe erstmal den Gummi auf 6 Uhr, dann den auf 12 Uhr und dann im Uhrzeigersinn und zwar bis 10 Uhr. So wird das Ganze jetzt wiederholt bis zum letzten Stern. Als nächstes knüpfe ich die Umrandung, hole ich mir auf der rechten Seite auch wieder den höchstgelegenen Gummi. Dazu greife ich durch den doppelt gestülpten und hole mir in diesem Fall den linken Gummi nach oben. Also ich lange durch den doppelt gestülpten, ziehe den Gummi nach oben und stülpe ihn auf den ersten Stift in der mittleren Reihe. Dann hole ich mir den rechten Gummi und stülpe ihn über den rechten Stift. Das gleiche mache ich nun auf der linken Seite. Da hole ich mir zuerst den linken Gummi und dann den rechten Gummi. Den stülpe ich über die Mitte. Dann drücke ich auch hier wieder die Gummis etwas nach unten. Nun hole ich mir auf der rechten Seite den untersten Gummi. Dazu greife ich durch den ersten Stift
durch die ganzen Gummis hindurch und hole mir den untersten Gummi, ziehe diesen nach oben und stülpe ihn über den nächsten Stift. Hier mache ich das gleiche, lang durch die Gummis durch, hole mir den letzten Gummi und stülpe ihn auf den nächsten Stift. Das Ganze wiederholt sich der Reihe nach bis zum letzten Stift. Und hier knüpfe ich dann zur Mitte hin. Dann mache ich mit der Mitte weiter, hole auch hier wieder den untersten Gummi. Dazu greife ich auch wieder durch alle Gummis durch, hole mir den untersten, ziehe ihn nach oben und stülpe ihn auf den nächsten Stift. Auch hier wird wieder der Reihe nach geknüpft bis zum letzten Stift. Dann muss ich mir am Ende wieder die beiden untersten Gummis nach oben holen. Also diese beiden. Mit dem beginne ich mit dem höheren. Dazu lange ich wieder durch alle Gummis durch. Hole mir diesen Gummi nach oben und stülpe ihn auf die linke Seite. Dann hole ich mir den rechten Gummi und stülpe ihn auf den rechten Stift. Nun muss ich nur noch die linke Seite knüpfen. Auch hier hole ich mir immer den untersten Gummi und stülpe ihn auf den nächsten Stift. Und der letzte kommt wieder zur Mitte hin. Als nächstes muss ich die Enden festmachen. Dazu greife ich mit der Nadel durch alle Gummis durch. Ziehe den schwarzen Gummi nun durch alle Gummis und nehme das hintere Ende auch auf die Nadel und dann ziehe ich einen weiteren schwarzen Gummi durch und nochmal einen dritten Gummi. Und dann kommt ein Verschluss über die beiden Enden. Dann wiederhole ich das Ganze auf der linken Seite, greife ich hier auch wieder durch alle Gummis und hole den schwarzen Gummi durch diese. Und mache auch hier wieder eine Verlängerung mit zwei weiteren Gummis. Und auch hier kommt wieder ein Verschluss hin.
und dann kann ich das Armband vom Rembolum lösen. Als nächstes kommen nur noch Verlängerungen auf der anderen Seite des Armbandes. Und dazu nehme ich wieder einen schwarzen Gummi. Lang erstmal mit der Nadel durch den Ring und ziehe mir den schwarzen Gummi durch. Dann folgen drei weitere Gummis. Dann nehme ich die gegenüberliegende Seite und stecke den Verschluss durch die Gummis. Das wiederhole ich jetzt auf der anderen Seite. Auch hier lange ich wieder durch den Ring. Ziehe vier schwarze Gummis durch. Dann kommt bloß noch der gegenüberliegende Verschluss durch. Und fertig ist mein doppeltes Sternenarmband.